In Wolfratshausen liegt das geistige Zentrum der neuen Homöopathie. Die Philosophie der neuen Homöopathie ist es, dass der Mensch alle Mittel zur Balancierung seiner energetischen Ebenen selbst mitbringt und auch der Körper für diagnostische Zwecke alle Voraussetzungen erfüllt, um frei von medizinischen Infrastrukturen arbeiten zu können. Die Möglichkeit, ganz ohne Diagnosegeräte und ohne Medikamente medizinische Hilfe zu leisten, hat Christiane May-Roppers schon immer fasziniert. Also ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und für Physikalische und Reha-Medizin und habe mich eigentlich mein ganzes Leben immer für den ganzen Menschen interessiert. Mich hat nie die Teile des Menschen interessiert, die wir so in der normalen Ausbildung lernen müssen, und war ja dann auch sehr lange in anderen Ländern tätig, in Indien und in Thailand, in den Flüchtlingslagern, und habe gesehen, wie man mit seinem Körper am besten diagnostizieren kann. Sprich, ich kann alles eigentlich beim anderen ablesen und mein Instrument, auch mein Körper, auch als Instrument, kann das sehr gut tun ohne Gerätschaften. Zum Beispiel musste ich lernen, im Busch Fieber messen mit der Hand. Wir hatten viele Malaria-Patienten. Man kann dann mit der Zeit einfach Fieber bis zu 38,5 oder 38,7. Also diese Unterschiede kann man wunderbar erkennen. Die persönliche Erkenntnis, dass der eigene Körper ein sehr exaktes Diagnosewerkzeug sein kann, führte schlussendlich zur neuen Homöopathie. Zuvor jedoch machte Christiane May-Roppers Erfahrungen mit einer speziellen Form der Bewegungstherapie. Gut, und dann habe ich beschlossen, nachdem ich eben fertig war mit dem Medizinstudium, diese Bewegungstherapie, die meine Mutter von einem Musiker gelernt hat, weiterzumachen, denn das machte noch keiner. Wir haben dann den Namen sozusagen kreiert, der entstanden ist eben aus Franz Nowotny, der Begründer war, der Musiker war. Und Balance, weil das Prinzip der Bewegung ist Balance oder dieser Bewegungstherapie. Weil in der Balance korrigiert sich der Körper von selbst. Und diese Selbstregulation, letztlich ist für mich Heilung, ist ja nichts anderes wie die Selbstregulation im Körper anregen. Und ich kann nicht heilen und niemand kann heilen, sondern der Körper heilt sich selbst. Das ist unser Bewusstsein. Und je länger wir natürlich ein Muster wiederholen, umso mehr wird es sichtbar. Das heißt, also wiederhole ich zum Beispiel ein Muster, was heißt, ich habe Angst vor einer bestimmten Beschwerde und jedes Mal, wenn ich gehe, habe ich schon Angst, dass mir eben mein rechtes Knie wieder wehtut, dann wiederholt sich ja dieses Muster, wiederholt sich und wiederholt sich. Und von der Ebene des Bewusstseins, die Zelle ist bewusst, unsere Zelle hört oder weiß, was wir denken, und dieses Bewusstsein manifestiert sich dann in jeder Zelle, genauso im Positiven wie im Negativen. Und eigentlich ist eine Fortsetzung dessen oder ein Teil oder wie man es nennen möchte, diese Bewegungstherapie, die Novobalance, in der es eben vor allen Dingen um die Balance geht. Und in der man zum Beispiel ein bisschen anders schaut wie in der normalen Physiotherapie. Ich gucke immer, wie bewegt sich der Mensch, wie ist der Ausdruck des Körpers. Wie kann dieser Mensch jetzt in diesem Moment wieder in seine ihm mögliche Balance kommen? Denn es drückt sich ja Körper, Seele und Geist aus in meiner Bewegung. Der Körper ist alles, was wir hier auf der Erde haben, um uns auszudrücken. Und man kann alles drin sehen, alles drin lesen. Die Techniken wie auch die Sensibilität, den Körper zu lesen und zu balancieren, können geschult und trainiert werden. In verschiedenen Kursen können zum Beispiel Ärzte und Heilpraktiker lernen, wie man in vielen Bereichen autark von herkömmlichen medizinischen Geräten und klassischen Therapeutika körperliche Leiden diagnostizieren und behandeln kann. Es gibt aber auch Techniken, die gezielt mit den Energie- und Informationsebenen interagieren. Die Therapien, die ich als eigentlich in meiner täglichen Praxis benutze, sind meine Novobalance Bewegungstherapie, ist die neue Homöopathie nach Körbler, ist der Säure-Basen-Haushalt, aber auch die Bewegung, denn Trauma zeigt sich eben auch so schön in der Bewegung.
Und wenn ich erkenne, wie ich damit umgehe, und jeder Physiotherapeut hat eigentlich Unmengen von traumatisierten Patienten. Wenn ich weiß, wie ich mit denen arbeiten kann und das Trauma auflösen, und es geht manchmal sogar leichter über den Körper wie nur über den Geist, weil jede Zelle dieses Trauma gespeichert hat, dann ist das wirklich, das ist so eine erfüllende Aufgabe, und ich habe so viel gelernt von meinen Klienten, also dass es wirklich Spaß macht. Getreu nach dem Prinzip, dass jede noch so kleine geistige wie auch körperliche Disharmonie sich in der Bewegung ausdrückt, beginnt oftmals auch jede Diagnose bereits an der Türschwelle zur Praxis. Das Erste, was ich mir anschaue, ist natürlich, wie kommt er rein zur Tür, wie geht er, welchen Ausdruck hat er, welche Mimik hat er, welche Gesichtsfarbe hat er. Daran erkenne ich zum Beispiel den Säure-Basen-Haushalt, daran kann ich erkennen, ist er bei sich, ist er außer sich, an der Haltung, an der Art der Bewegung. Wie ist es? Steht derjenige wirklich in seiner Mitte? Ist er gut geerdet? Oder fällt er zum Beispiel gleich um, wenn ich ihn antippe? Und wie reagiert er? Das heißt, ich kriege sofort ein Gefühl dafür, wie reagiert der Körper auf dieses Antippen, auf dieses Balancieren. Und natürlich kann ich ihn auch auf einem Bein stehen lassen oder so, aber er muss jetzt sicher nicht eine Stunde da drauf stehen. Eine andere Möglichkeit wäre, ihn auf den Hocker zu setzen, weil auch der Hocker ist eine Hilfestellung. Ich muss sofort balancieren auf diesem Hocker. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Dann muss ich ihn natürlich dort abholen, wo dieser Klient sich abholen lässt. Das heißt, wenn er kommt und sagt, ich habe solche Kopfschmerzen immer, können Sie mir helfen? Dann ist das der Einstieg sozusagen für mich, um mit ihm zu kommunizieren. Aber das heißt nicht, dass ich nicht die anderen Dinge da berücksichtige und sage, zum Beispiel, oh, Sie haben Kopfschmerzen, wie sieht es denn aus? Was essen Sie? Wie verhalten Sie sich in Ihrem Alltag? Wo haben Sie Stress? Erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Sie. Da komme ich ja natürlich schon an viele Informationen dran. Und jetzt in der ersten Stunde geht ja nicht alles, aber was können wir denn tun? Ich sehe, Sie halten sich, Sie sind völlig verspannt. Ich darf Ihnen mal eine Übung zeigen, die können Sie schon mal mit nach Hause nehmen. Und ansonsten würde ich Ihnen raten, oh, Sie trinken nur einen halben Liter Wasser am Tag, das geht ja gar nicht. Das heißt, mit den einfachsten Dingen. Und dann muss es auch erstmal gar nichts kosten fast. Und so beginnen wir. Dinge, die derjenige selbst tun kann, das ist wichtig. Denn er muss ja selbst wieder gesund werden können und nicht eine Krücke wie den Arzt oder das Gerät als erstes haben. Die Grundidee aller ganzheitlichen Therapieformen ist es, mit einfachsten Mitteln den Geist und den Körper in die Balance zu führen und damit die Wahrnehmung neu auszurichten. Denn jede körperliche Heilung fängt immer mit dem Bewusstsein an. Wir wissen, dass je nachdem, wie wir wahrnehmen, erschaffen wir Realität. Also haben wir eine begrenzte Wahrnehmung, ist auch unsere Realität sehr begrenzt. Haben wir eine weite Wahrnehmung, können wir ganz anders reagieren und handeln in unserem Leben. Wir sind der Schöpfer unserer Realität. Und in allem, was ich tue, versuche ich, egal ob es die Kurse sind oder ob es die Patienten sind, den Menschen zu verdeutlichen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Und wenn wir uns und unser Leben verändern wollen, haben wir die Chance, das über unser Bewusstsein zu tun und über dieses Bewusstwerden. Wenn wir die Natur verstehen, dann sind die Dinge einfach. Und diese Einfachheit auch im Unterricht den Menschen erklären zu können, sodass sie selbst damit weiterarbeiten können. Das ist mir ein großes Anliegen. Und aus diesem sind auch alle Dinge, die ich sonst tue, wie zum Beispiel die Entwicklung dieses Yehudi-Menuhin-Balance-Hockers entstanden, die auch einfache Hilfsmittel sind, um sich in seinem Alltag, in dem, was ich tue, immer wieder zu sich zu kommen, immer wieder in seine Mitte zu kommen, zu balanciert zu bleiben. Und wenn wir das, was wir heute wissen, und ich meine jetzt schon das neue Wissen und nicht mehr die Physik des letzten Jahrhunderts, sondern die neue Physik, wenn wir die integrieren und das verbinden mit dem Wissen, was wir und der Weisheit der Natur, dann können wir eigentlich nichts falsch machen.